Ja, Grande Finale mit einem wunderschönen Sonnenuntergang, beziehungsweise, ja, eben war noch beim Regen, sogar ein Regenbogen. Schönes Abendbrot. Ich werde mich jetzt vom Lac du Der erstmal verabschieden. Nordwasser, mindestens einen Giganten abgerissen, den zweiten. Ich vermute, der Nebelnacht, das waren einfach zwei dicke Fische. Also der XXL-Kategorie. Ja. Und dann ja, gesucht erstmal, wo könnte man wie und so weiter. Und dann gefüttert und dann mal ein bisschen geangelt und heute mal den ganzen Tag geangelt. Ja, ich hatte sogar einen Lauf, aber ich glaube, dass das Boot sich verzogen hat. Wobei, das muss ich gleich mal nachstellen. Vielleicht ist ein Subfloat drauf. Warum der auf einmal anfängt zu laufen, verstehe ich nicht. War auf jeden Fall nichts dran und auch kein Gummi zurückgeschoben oder irgendwas am Hakenschenkel. Also irgendwie, ja, war der Wurm drin. Schade, war eigentlich ganz viel sehr gut. Und die eine Nacht war halt die Nacht der Karpfen. Reißt das Fluorcarbon durch im Drill. Weiß nicht, gefühlt eine Viertelstunde, wahrscheinlich sind es mehr 7-8 Minuten. Einmal kam er hoch, ein bisschen geschüttelt, wieder runter. Und nur noch gestanden, Spitze sogar im Wasser, alles komplett krumm.